Immer diese Jobsuche. Was haben wir denn heute? Was haben wir denn heute? Polizist? Zu gefährlich. Kfz-Mechaniker? Zu dreckig. Lehrer? Ich hasse Schule. Feuerwehrmann, zu nass. Fachangestellter für Medien und was? Fachangestellter für Medien und Informationsdienste. Mhm. Hört sich interessant an. Was macht eigentlich so ein Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste? Dazu haben wir Patrick befragt. Ja, im Grunde genommen ist das schon im Namen drin. Ich verbreite Informationen und Dokumentation. Das kann sich auf eine Bibliothek beziehen, auf ein Archiv beziehen oder bei uns hier in einem Informationszentrum. In meiner Klasse arbeiten sehr viele in Bibliotheken. Die sind dafür zuständig, die Bücher zu verleihen, wieder einzuscannen, neue Bücher aufzunehmen, die in die Regale zu stellen. Bei uns läuft das ein bisschen anders. Ich arbeite hier meistens am Rechner. Da arbeite ich mit verschiedenen Tabellen, die dann in Datenbanken eingeschweißt werden, um bei uns in diesem Fall Filme aus dem Filmarchiv und Fotos aus dem Fotoarchiv auffindbar für Kunden zu machen und diese dann auch für diese rauszusuchen. Und wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ja, also in meiner normalen Arbeitswoche arbeite ich 40 Stunden. Das ist aufgeteilt in 2 Tage Schule und 3 Tage hier im Betrieb. Und da bin ich jetzt schon seit Anfang meiner Ausbildung, bin ich im 3. Jahr, durch alle Bereiche hier durchgegangen. Zuerst war ich im Verleih. Da sah das so aus, dass ich die Medien ähnlich wie in der Bibliothek angenommen habe, wieder zurück ins Regal gestellt habe und verliehen habe. Danach war ich kurzzeitig im Fotoarchiv, wo ich verschiedene Dia-Bilder beschriftet habe und aufgenommen habe. Dann war ich kurz einen Monat oben in der Verwaltung, wo ich verschiedene verwaltungstechnische Dinge gemacht habe, ganz viele Briefe unterschrieben und weggeschickt. Dann im Filmarchiv arbeite ich hauptsächlich mit dem Programm Excel und erstelle verschiedene Datenbanken. Und das ist eigentlich so der Großteil des Tages. Ja, Patrick, wo ist denn genau deine Arbeitsstelle? Ich arbeite hier in Bremen im LIST, das steht genau für Landesinstitut für Schule und da spezifischer im ZFM, das steht für Zentrum für Medien und hier spezifischer momentan im Filmarchiv. Ist dies ein Beruf für Mädchen oder Jung? Also generell würde ich mal sagen, dass der Beruf für alle Geschlechter geeignet ist. Das ist jetzt nichts, sag ich mal, Besonderes wie jeder andere Bürojob, der für jeden gelten kann. Aber aus meiner Klasse muss ich feststellen, dass doch schon ca. 80% der Mitschüler weiblich sind. Und das spiegelt sich auch in den beiden Unterklassen aus dem 2. Jahrgang und dem 1. Jahrgang wieder. Also scheint der Beruf wohl beliebter bei Frauen zu sein. Ich glaube, das wäre aber auch was für mich.